Moin ihr Lieben und herzlich willkommen zu meinem nächsten Büchercasting-Video. Wir befinden uns immer noch in der ersten Runde, wo es darum geht, die Kandidaten vorzustellen. Heute soll es um die Fantasy-Kandidaten gehen. Falls ihr nicht wisst, worum es geht, ich habe das Büchercasting gestartet, habe euch nach Buchempfehlungen, nach Buchtipps gefragt, diese jetzt nach verschiedenen Genres aufgeteilt und jetzt in den letzten Videos habe ich einfach nur die Kandidaten vorgestellt. Es geht wirklich nur erstmal um den ersten Eindruck. Cover werde ich einblenden und den Klappentext vorlesen und ihr werdet mir dann in die Kommentare schreiben, für welches Buch ihr votet und die ersten drei kommen dann in die nächste Runde und dann geht es ein bisschen mehr ins Eingemachte. Ich werde ein bisschen mehr über den Inhalt erzählen, über ein paar Bewertungen und auch, was diejenigen, die dieses Buch empfohlen haben, unter in meinen Kommentaren, was die gesagt haben, warum sie es empfohlen haben. Also ein bisschen mehr aufs auf die inneren Werte gehen wir dann in die nächsten Videos ein. In dieser ersten Runde soll es wirklich nur darum gehen, die Kandidaten vorzustellen und ja, dass sich das Beste dabei rauspicken und ihr entscheidet, wer in die nächste Runde kommt. Und der Gewinner dieses Büchercastings wird dann von uns zusammen gelesen in einer Leserunde. Ja, ich habe mich dafür entschieden, mich da ganz rauszunehmen. Ich hatte erst überlegt, ob ich auch so ein bisschen mit in die Bewertung einsteige und 50% ihr zählt und 50% meine Meinung. Aber ich finde irgendwie, ich habe da gar kein Buch, wo ich sagen würde, nee, das möchte ich überhaupt nicht lesen. Und mir fällt es sehr, sehr schwer, da ein Ranking zu machen. Und deswegen, ja, verlasse ich mich da ganz auf euch, auf eure, Abstimmungen. Ihr könnt auch für mehrere Titel voten. Ja, und ich würde sagen, jetzt fangen wir an. Es geht jetzt endlich um die Fantasy. Da sind auch einige tolle Tipps zusammengekommen. Falls ihr die vorigen Videos verpasst habt, in der Infobox verlinke ich euch die Playlist, wo ich alle Büchercasting-Videos zusammengetragen habe. Bisher sind es aber noch nicht viele. Wir haben uns einmal die Horror und die Thriller angeguckt, dann die Kinderbücher, jetzt die Fantasy und dann kommen noch die Jugendbücher und noch sozusagen der Rest, was nicht in einen, ja, die Romane oder was halt nicht in ein bestimmtes Genre einzuordnen war. Ja, jetzt soll es aber losgehen. Ich habe hier 8 Titel, die ihr mir empfohlen habt und ich werde wie immer jetzt in dieser ersten Runde meine eigene Meinung zurückstellen, so dass ihr nicht beeinflusst seid und eure eigene Meinung bilden könnt. Wir fangen an mit Die Magie der Namen von Nicole Gottsdeck. Und ich habe hier auf meinem Handy wieder die Klappentexte zusammengetragen und da werde ich die jetzt einfach vorlesen. Der 16-jährige Nummer 19 träumt insgeheim davon, als Erwachsener ein Held und bedeutender Name zu werden. Die 19 hat ihm in sein Leben bisher kein Glück gebracht. Doch als der Tag der Namensgebung endlich gekommen ist, lösen sich seine Hoffnungen in Unglauben auf. Er erhält einen Namen, den keiner zu kennen scheint. Wer ist dieser Tirasan Passario, dessen Namen er für den Rest seines Lebens tragen wird? Nur das große Namensarchiv in der Hauptstadt Himmelstor kann ihm Auskunft geben. Gemeinsam mit dem Krieger Rustan Polyander und dessen Freunden macht er sich auf in die weit entfernte Stadt. Doch die Reise entpuppt sich als gefährlich als erwartet. Namenlose und dunkle Verfolger trachten der Gruppe nach dem Leben und auch sein eigener Name hält noch einige Überraschungen für Tirasan bereit. Ja, das klingt spannend. Oh, jetzt habe ich schon wieder gewertet. Ich halte mich zurück, ich versuche es. So, wir gehen weiter und zwar der zweite Titel ist ein Titel, der leider nicht mehr neuwertig zu erstehen ist und Gebrauch auch relativ teuer zu bekommen ist. Aber ich habe erst überlegt, ob ich ihn außer der Reihe, also dass man nicht für ihn bewerten kann, aber ich ihn dennoch vorstelle, hiermit antreten lasse. Das fand ich aber blöd. Ich warte erstmal ab und sollte er tatsächlich gewinnen, der Titel, dann kann man immer noch mal gucken, ob man ihn vielleicht doch irgendwo relativ günstig gebraucht erhält oder vielleicht als E-Book oder als Hörbuch. Und zwar, es handelt sich hierbei um die Zauberschiffe-Reihe von Robin Hobb. Und zwar der erste Teil ist Der Ring der Händler.
Mit ihren unzerstörbaren Zauberschiffen sind die Händlerfamilien der Hafenstadt Bingtown zu Reichtum gekommen. Die begehrten Segelschiffe wurden aus magischem Holz gebaut und ihre Galionsfiguren bergen ein Geheimnis. Wenn Seemänner aus drei Generationen der Besitzerfamilie an Bord gestorben sind, erwachen sie zu Leben. Die Familie Westried hat sich beim Kauf eines solchen Schiffes, der Vivias, hoch verschuldet. Als Kapitän Efron Westried verstirbt, übernimmt zur Überraschung der tüchtigen Althea nicht sie, sondern ihr skrupelloser und unfähiger Schwager Kyle das Kommando über das Schiff. Drittens, die Träne des Fressers, Weiße Königin von Nathan C. Maros. Dieser Klappentext beinhaltet ein Zitat aus dem Buch. Auf ihrer Seite stand niemand mehr außer ihm und auf dem anderen Dach zog die weiße Frau gerade ihre verzierte Klinge mit einem vibrierenden Geräusch durch den letzten zusammenbrechenden Angreifer, obwohl dieser sich offensichtlich gerade kniend ergeben hatte. Mehr als ein Dutzend regungsloser, zerteilter Körper umgaben die Elfe. Zitat Ende. Zensaide ist eine unsterbliche Jaidan-Elfe, die unzählige Schlachten, Siege, aber auch tote Kameraden gesehen hat und ihr Dasein in der Gesetzlosigkeit fristet, bis sie dem jungen Menschenmann Spleen begegnet. Völlig überfordert reist sie der unerfahrene Knappengehilfe in ein Abenteuer durch das halbe Universum mit ungeahnten Ausmaßen. Viertens, das Erwachen des Feuers, Draconis Memoria Band 1 von Anthony Ryan. Im riesigen Gebiet von Mandinorien gilt Drachenblut als das wertvollste Gut. Rote, grüne, blaue und schwarze Drachen werden gejagt, um an ihr Blut zu kommen. Das daraus gewonnene Elixier verleiht den wenigen Gesegneten übernatürliche Kräfte. Doch das letzte Zeitalter der Drachen neigt sich seinem Ende zu. Kaum jemand kennt die Wahrheit. Die Drachen werden immer weniger und schwächer. Sollten sie aussterben, wäre ein Krieg Mandinoriens mit dem benachbarten korvantanisischen Kaiserreich unausweichlich. Alle Hoffnung des Drachenblutsyndikats beruht auf einem Gerücht, nachdem es eine weitere Drachenart gibt, die weitaus mächtiger ist als alle anderen. Fünftens, der Turm der Raben. Die Reihe heißt Rhiannon und ist der erste Band. Macht Sinn, ne? Von Kate Forseth ist die Reihe. Rhiannon ist nicht wie die anderen Satyricons, denn da ihr Vater ein Mensch war, sind ihr niemals Hörner gewachsen. Rhiannon ist eine Außenseiterin und schon bald werden die anderen Satyricons sie töten. Doch eines Tages sieht sie eine Herde geflügelter Pferde am Himmel vorbeiziehen und plötzlich weiß die junge Frau, was sie tun muss. Sechstens, Blatt des dunklen Herzens von Caroline Cisio. Ich hoffe, dass es so ausgesprochen wird. Alle 50 Jahre schicken die vier mächtigsten Fürstenhäuser ihre männlichen Erstgeborenen in den Kampf um den Thron von Tenebris. Auch Faiths Zwillingsbruder, der Elfenprinz Kiel, sollte im Spiel der vier Farben antreten. Doch er nimmt sich kurz vor Beginn das Leben. Sein letzter Wille ist, dass Fay an seiner Stelle am Spiel teilnimmt. Fay beugt sich seinem Wunsch, ein Schritt, den sie schon bald bereut. Nicht nur, weil ihm im Spiel tödliche Wesen lauern und sie gefährliche Prüfungen bestehen muss, sondern auch, weil es immer schwieriger wird, ihre wahre Identität zu verschleiern. Als einer ihrer Konkurrenten, der attraktive Dunkelmagier Ares, Fays Geheimnis aufdeckt, beginnt ein Kampf, in dem nichts ist, wie es scheint, und in dem Fays Gefühle auf eine harte Probe gestellt werden. Siebtens, die Vanifen 1, Seegeist von René Anur. Bei den Mondleuten versucht Einwar, ein neues Leben als Heilerin zu beginnen. Allerdings ist das schwieriger als gedacht. Schließlich hat sie zwar die Verbindung zu ihrem Seelengeist, dem großen Wassergeist Atta, aufgebaut, kann dessen Kraft aber noch nicht bändigen. Nur Reinelf spendet ihr Trost. Doch ist er von seiner Vergangenheit gezeichnet und wagt sich nicht in die Nähe des Dorfs. Als sich plötzlich fremde Vanifen in den Wäldern des Seenlands zu versammeln beginnen, sieht Einwar einer neuen Bedrohung entgegen. Und der letzte Titel, achtens, Totengräbersohn Band 1 von Sam Feuerbach.
Im mittelalterlichen Dorf Haufen lebt der 18-jährige Farin. Der Junge ist ein Außenseiter, denn als Sohn des Totengräbers wird er von den anderen Dorfbewohnern geächtet und geprügelt. Dennoch hat er keine andere Wahl, als den Beruf des Vaters zu übernehmen, der zunehmend dem Alkohol verfällt. Die Dinge ändern sich für Farin schlagartig, als die Dorfhexe stirbt und er die Giftmischerin für die Beerdigung vorbereitet. Denn die Hexe trägt ein geheimnisvolles Amulett um den Hals und Farin kann nicht widerstehen, das Schmuckstück anzulegen. Ja, das waren die 8 Kandidaten aus dem Genre Fantasy und ich möchte mich bei euch bedanken für diese tollen Tipps. Ich finde, das ist eine extrem tolle Mischung. Also wir haben hier Düsteres dabei, wir haben hier High Fantasy dabei und viele Titel, die ich auch noch gar nicht kannte, die vielleicht auch aus kleineren Verlagen sind oder ganz selbstständig herausgekommen sind. Also es gibt aber auch so ein paar, die man durchaus kennt. Also bekanntere dabei sind. Und ja, ich könnte mich gar nicht entscheiden, für was ich stimmen würde. Deswegen bin ich ganz froh, dass ich das an eure Hände weiterreichen darf und ihr abstimmen dürft. Ich bin echt gespannt. Also vielen lieben Dank dafür, für diese tolle Auswahl und auch wirklich tolle Cover. Ihr habt die jetzt immer eingeblendet gesehen. Also ich finde, da ist auch einiges Interessantes dabei. Also wie gesagt, eigentlich kann es gar nicht schlecht laufen, weil der Sieger wird wahrscheinlich immer eine gute Wahl sein, jedenfalls was die Interesse daran angeht von mir aus. Ob das dann nachher gut ist, das werden wir dann sehen. Aber ich muss auch sagen, in anderen Genres war es natürlich genauso und ihr könnt immer noch abstimmen bei den anderen Genres. Ich mache da kein Zeitfenster, bis wann ihr abstimmen könnt. Also ihr könnt abstimmen, bis ich das Video endlich drehe für die nächste Runde. Also schaut auf jeden Fall noch beim Genre Kinderbuch vorbei, beziehungsweise Kinderbuch ist ja kein Genre, aber ihr wisst schon, was gemeint ist, weil da fehlen mir noch ein paar Stimmen. Das wäre toll, wenn da noch ein paar irgendwie abstimmen. Und ihr könnt natürlich auch bei Horror und Thriller noch abstimmen. Da ist aber ordentlich schon eingegangen. Also ich bin gespannt, was dabei rauskommt. Ich habe es noch nicht ausgezählt. Ich bin selber noch gespannt. Also 2 Videos für die erste Runde fehlen uns noch und dann können wir uns endlich der zweiten Runde widmen und dann wisst ihr auch endlich, wer siegreich, also wer die besten 3 aus den jeweiligen Genres sind. Da haben mich schon einige Fragen erreicht. Ja, wer hat denn nun gewonnen? Aber da müssen wir uns noch ein bisschen gedulden. Ich werde aber versuchen, jetzt diese Videos rechtzeitig immer ja, einmal pro Monat ungefähr hochzuladen und abzudrehen. Ja, das war's. Also, es geht los. Stimmt in den Kommentaren ab. Schreibt es auch gerne wieder in Großbuchstaben, damit ich das gut zählen kann. Und ja, dann würde ich sagen, wir sehen uns im nächsten Video, wenn ihr wollt. Macht's gut. Ciao, ciao.